Okay. Was? So früh haben wir es erst. Oh Gott. Es ist endlich geschafft. Mit der Stage 9 gibt's auch. Oh Gott, wie viel hier noch geplant ist. Irgendjemand. Oh Gott, ich glaube, es war Slit 08. Hat mir erzählt, in der Mega Man Stage ist folgende Stage geplant. Und zwar Shake Man Stage von Mega Man 7. Aber es hat sich aber noch keiner daran rangetraut. Komisch. Wenn, ja. Naja. Man konzentriert sich wohl eher auf die anderen Levels erstmal. Aber wir haben jetzt genug von Roll. Wir wechseln jetzt cool zu Proto Man. Ich habe gerade nicht Select gedrückt, stimmt's? Ja, C ist die Select-Taste. Nochmal. Oh, das Spiel ist awesome. So, jetzt haben wir aber Select gewählt. Und wir sind Proto Man. Oh Gott. Das erste Bonus-Level dieser Welt. Snakeman Pit. Ja! Bitte ist es die Snakeman Stage. Ich liebe Snakeman. Die Mucke und das Level selbst sind aus Mega Man 3 so genial. Komm. Oh, wie awesome. Ja, was soll man noch mehr dazu sagen? Was Koopas? Das wird witzig. Draufspringen ist ja verboten, soweit ich weiß. Oh, scheiße. Ich habe schon immer gehasst. Den kann ich vergessen. Scheiße, was treibe ich hier? Warum bin ich so schnell? Weil das Spiel einfach fucking awesome ist. Hey Leute, der Krokodil war gerade aus Donkey Kong Country. Ich kenne zwar Donkey Kong Country auf dem SNES nicht und es interessiert mich ehrlich gesagt nicht so, aber ich kenne die Viecher aus Super Smash Bros. Melee. Seid ihr Schlangenviecher nicht aus Zelda? Naja, ich weiß es nicht. Oh shit. Warum hat Proto Man so viel Leben? Egal. Moment, in Mega Man 10 ging es, dass man hier knapp unten ist und erwischt einen nicht, aber ja, hier kann man das vergessen. Ach nee, das ist Sniper Joe und nicht das, wie es stimmt. Oh, du Schwein. Oh, du Sack. Oh, ihr Säcke. Ja. Da. Crashman. Aber manchmal wird auch Crashman genannt. Die Japaner haben hier so einen R-Fehler, welcher mich jetzt wirklich verwirrt. Meiner Meinung nach gibt es keinen Dr. Light, sondern er heißt wirklich Reit. So heißt es zumindest so in Mega Man 1. Aber ja, dann im Rest der Serie hat man ihn Dr. Light genannt und das ärgert mich. Alter! Jetzt! Wow, cool, das hat mich nicht erwischt. Und da zum Beispiel, ja, ich höre oft Clashman oder Crashman. Für mich gibt's. Naja, kein. Was? Das war scheiße. Nein, bitte. Oh, gab's einen Mittelpunkt?
Wenn nicht, dann dürfen wir die schöne Stage wiederholen. Oh, schade. Ja, Trashman geht auch. Es gibt keinen Trashman. Mir passt der Name nicht. Aber den Gegner, die Waffe hatten wir schon mal in einem Gameboy-Zeit. Ich weiß aber nicht welchen. Ich glaube Mega Man 3. Lol, hier bin ich verreckt. Also habe ich dann ein schlechtes Gedächtnis wegen den Dingern. Checkpoints. Oh, du. Das war knapp. Oh Gott, die Wolken habe ich jemand gehasst. Nein! Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Okay. Snakeman Pit. Iceman! Coole Sache. Da. Ja, mir wurde geschrieben, in der Bubbleman Stage war Background vom Spiel Air vom Gym zu sehen. Ja, Leute, Air vom Gym ist eines der ersten Spiele meiner Kindheit und ja, mich hat der Background schon ein bisschen an etwas erinnert, aber ja, das Spiel habe ich schon saulang nicht mehr gespielt. Oh, ey, komm, übertreib noch mehr, mach den Effekt, dass man zurückgeschleudert wird, doppelt so fett. Na egal. Was habe ich über vom Gym gesagt? Ja, ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Ich würde es gerne tun, aber als ich letztens Spiel auf Windows XP gespielt habe, gab es verbuggte Grafik. Und die CD hat ein bisschen rumgespannt. Aber kann es am Alter liegen? Ich. Ja. Man sagt, ja, CDs haben eine Lebensdauer von 10 Jahren. Die Disk ist schon fast 15 Jahre alt. Also, ich weiß nicht. Das Spiel gibt's auf Steam. Ich könnte es da bestellen! Du Hure. Egal. Aber. Noch was, für die PS3, Xbox 360 und vielleicht für die Wii wurde jetzt letztens veröffentlicht Earth vom Gym HD. Da wurde vielleicht auf 16:9 das Spiel bearbeitet mit HD-Grafik, also hochauflösender. Ich würde es gerne holen, aber für die Wii macht das nicht viel Sinn mit 480p. Und der Keil rennt ab ohne Limit. Was meint ihr? Ja, Earth vom Gym HD. Lohnt sich für PS3 und Xbox schon, weil da hast du 1080p bzw. 720p, aber. Aber denk. Wie? Okay, wie ist schon mal besser als Windows 95 Version? Das kann man schon mal sagen. Oder? Moment. Ich kann mir vorstellen, dass die PC-Version eine Auflösung von 800 zu 600 ermöglicht. Dann ist doch eigentlich PC besser. Naja, egal, jetzt kein. Laber nicht so viel über Herr von Jim, dass hier nur Karten zweimal vorkommen, auch in Crosswords. Oh, holy shit. Okay. Nein, nein! Ich habe mich jetzt so erschreckt, weil ich daran gedacht habe, wie schlimm der Effekt ist, wenn man getroffen wird. Alter. Okay, mir ist es scheißegal, dass wir hier lange hocken. Metal Man, oder? Genau. Sieht fast so aus wie die Waffe von Nitro Man aus Mega Man 10. Ich muss mir jetzt echt da die Bonus-Stages kaufen. Mit 3 Euro kriegt man alle 3 Bonus-Stages und ja, ich habe zufällig 300 V-Points auf der Wii. Und haha, was ich habe mal auf YouTube nach Anchor gesucht und dann habe ich etwas über Mega Man Bonus-Stages gelesen. Daraus schließe ich, dass es hier Mega Man 10 Anchor gibt. Haha, das wird Timmy Sai aber freuen. Aber mich am meisten, eigentlich Anchor in richtigen Farben, in NES-Farben. Oh, du Fixer. Alter, jetzt seid ihr bestimmt sauer auf mich, ey. Ja, aber okay. Okay.
Bleib da! Oh, du Hure, ich wusste es! Ah, das ist nicht mehr witzig, ey. Das war's eigentlich nie, aber komm. Konzentration, dann sollte es machbar sein. Du Hure, Mann! Okay, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Hätte ich nur Rush 1 oder Rush 2 bei mir. Die gibt's hier, aber wer die sieht, das hat die, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da! Oh, das war schon mal ein Fehler von mir. Soweit war ich noch nicht. Nein! Ich hätte jetzt fast auf was raufgehauen, ey. Fick dich doch einfach. Gerade wollte ich sagen, soweit waren wir noch nie, oder habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Das Item ist nice. Aber schützt es mich gut? Nein, tut es nicht. Vor den Wolkenviechern nicht, vor den Bomben schon. Was? Das ist ja noch nicer. Da, da, da! Wir machen uns hier gerade zum Affen, Kyle. Du bist noch dazu krank. Und wir haben fast Game Over. Hä? Wow, lol. Aber okay, die Waffe behalten wir. Die behalten wir, ganz klar. Ich häng wirklich lang hier, merke ich. Ja, ja, ja. Ich darf die Waffe nicht verschwenden. Was ist eigentlich mein Problem hier in dem Level? Was, ein Koopa hat gelebt? So, hier ist doch gleich die Stelle. Boah! Nein! Hast du getappt? Oh, du Hure einfach, Mann! Alter, komm. Komm, komm, komm. Ich glaube langsam nicht mehr, nicht, dass ich es schaffe. Nein. Witzig, ey, du